So, und weiter geht's. Wir sollen uns ja mit den anderen treffen. Also, wie wir ja schon beim letzten Mal erfahren haben, wir müssen uns ja nicht wirklich an diese Wegbeschreibung, so wie der Kompass hier das will, uns dran halten. Wir bringen jetzt mal, dass die Männer bei uns mitgehen. Wir werden jetzt mal um die Häuser rumgehen. Kommen jetzt die anderen auch? Ja. Mal schauen, ob hier Deutsche sind. Ja, hier sind Deutsche. Ihr geht jetzt mal hier hin. Im Laufschritt, Jungs. Verstanden. Und werdet jetzt mal Sperrfeuer auf die machen. Sperrfeuer! Macht schon! Noch los, Feuer! Und ich gehe jetzt mal schön hier in Deckung. Mein Magazin ist leer. Ich muss nachladen. Feuer! Komm, komm, komm. Ah! So erwischen wir den überhaupt nicht. Oh, schaut mal hin. Ja, jetzt haben wir wenigstens mal einen erwischt. Okay. So, wie kam jetzt der hier durch? Ständig rette ich deinen Arsch, Matt. Sag mir einfach. Naja, die zwei Leute hätten wir ja so auch hinbekommen. Sieh mich als Teil deiner Gruppe. So, Sergeant Reisner und sein Panzer gehören jetzt zu ihrem Team. Der Panzerkommandant wird ihre Befehle ausführen, genau wie ihr Feuerteam. Panzer sind ideal, um den Feind ohne Sperrfeuer zu nehmen oder zu töten. Sie sind unempfindlich gegenüber MGs und Handfeuerwaffen und daher gut als mobile Deckung einsetzbar. Jetzt mal schauen, wie wir überhaupt dann zwei verschiedene Gruppen ansteuern. Ihr Panzer kann nur von feindlichen Panzern, Panzerabwehrkanonen oder Infanterie mit panzerbrechenden Waffen beschädigt werden. Umschalttaste drücken, um das Team zu wählen, dem sie einen Befehl erteilen wollen, wenn zwei Teams unter ihrem Kommando stehen. Ach so. Dieser Panzer verfügt außerdem über einen Turm-MG, das sie benutzen können. Sie müssen an der Rückseite des Panzers F drücken, um das MG zu benutzen. Ah. Benutzen Sie Ihren Panzer oder Panzerfäuste, um die feindlichen Panzer auszuschalten. Die feindlichen Panzer sind vorne und an der Seite schwer gepanzert, daher sollten Sie von hinten angreifen. Das ist ja klar. Alternativ können Sie sich auch von hinten an einem Panzer anschleichen und F drücken, um eine Granate durch die Luke ins Innere zu werfen. Ey, wir können sogar auf dem Panzer drauf. Also ich gehe jetzt mal davon aus, auf dem Panzer draufsteigen und mit der Granate in die Luke werfen. Jetzt werden wir mal probieren, wie das dann hier ausschaut. Ja, habe ich. Jo, funktioniert einwandfrei. Also. Bleibt bei mir! Ah ja, so können wir auswählen. Den werden wir jetzt einfach mal nur mal hier hinfahren zum Testen, ne? Sind jetzt hier Gegner oder sind keine Gegner? Wir gehen auf jeden Fall jetzt einfach mal hier runter. Nur mal schnell kurz hier um die Ecke schauen. Was hier auf uns wartet, nicht, dass hier irgendwo Packs oder irgendwas stehen. Naja, jetzt der Bursch, den Panzer bringen wir jetzt einfach mal dahin. Oh. Und ihr dahin. So, du ballerst jetzt mal hier rüber. Mal schauen. Ah, hier sind auch noch welche. Haben wir den jetzt erwischt, ja? Genau, du kannst hier weiterfeuern. Ah, der hat sie ausgeschalten. So, hier hinten waren aber welche. Wo sind die jetzt hin? Ja, okay, die bringen wir jetzt mal hier zu dem Fenster, dass sie hier hinten schon mal schießen können. Also, Panzer bringen wir jetzt mal hier hin. Ich habe jetzt keinen Bock, dass wir den Panzer irgendwo hinbringen und dann laufen wir seitlich auf irgendeine Packstellung, dass er dann unseren Panzer zerstört. Ah ja, da ist zum Beispiel die Pack. Ah, bleib stehen. Ja, komm her. Zeig dich. Ah, jetzt haben wir ihn, okay. Ah, da ist auch noch eine Pack. Moment. Granate drauf. Müssen wir doch eigentlich treffen von hier. Yes, wir haben sie. Wo schießt denn du jetzt hin? Was war denn da? Mal gucken, ob wir die Pack benutzen können. Boah.
Nee, nur Sprengsatz anbringen. Schade. Naja, ist egal. Dann sind sie wenigstens schon mal außer Gefecht. Nicht, dass jetzt da nochmal Nachschub oder irgendwas kommt. Hauen wir mal die Packs hier weg. So. Das haben wir. Wo sind unsere anderen? Die bringen wir jetzt mal... Boah, wo kommen denn die jetzt her? Na? Ja, so glaube ich treffen wir da überhaupt keinen. Komm her. Ja, jetzt bringen wir die Leute mal hier hin. So, jetzt kannst du rausschauen. Jetzt, okay. Ah, shit, ihr lauft ja hier rum. Geht jetzt mal hier hin, dann habt ihr nämlich hier schon mal schöne Sicht. Mal schauen, unserem Panzer. Nein, ihr bleibt hier vorne. Sperrfeuer. Na, ihr geht doch mal zu der Mauer. Und unserem Panzer bringen wir jetzt einfach mal hier hin. So, und ich versuche, dass ich hier seitlich rumkomme. Dann schalten wir die jetzt mal aus. Mal schauen, hier ist frei. Da ist schon mal keiner. Jetzt zumindest. So, und jetzt schnell um die Ecke hier rumschauen. Und dann ausschalten. Hammer. So, unser Panzer ist hier. Jetzt wollen wir mal gucken. Ah ja, hier hinten ist einer, schaut hin. Nee, brauchen wir unseren Panzer? Da brauchen wir unseren Panzer. So, mal auf Panzer umschalten und den bringen wir hier hin. Ja. Ich brauche den Panzer da drüben. Die anderen bringen wir hier hin. Los! Lass mal gucken, die sind hier. Ah, die sind die. Halt, dass ich hier... Wir ziehen doch auf den, aber treffen den halt ums Verrecken überhaupt nicht. Da schaut man das an. Jetzt müssen wir natürlich auch noch nachladen. Ah, jetzt haben wir ihn wenigstens mal erwischt. Ja, kommt unser Panzer jetzt oder kommt unser Panzer nicht? Doch, der ist schon da. So. Weiter feuern! Kommt der hin? Der müsste doch eigentlich hinkommen. Los, dann gehen wir mal weiter nach vorne. Ja, es kann schon sein, dass er nicht da vorbeikommt, aber jetzt, ja, jetzt haben wir ihn. So, du gehst da hin. Und die Leute gehen hier hin. Also hier ist alles sauber. Unser Pfeil zeigt nach vorne. Dann werden wir uns mal neu formieren. Mal schauen, ob der Panzer auch mitkommt. Beim Neuformieren oder nicht? Na, schaut nicht so aus. Ne, also es kommen nur die Fußsoldaten beim Versammeln. Der Panzer kommt nicht. Naja, macht ja nichts. Den werden wir jetzt mal neu... einfach hier vorne ansteuern lassen. Die Soldaten sollen jetzt mal einfach mir folgen. Die haben wir alle. Hä, wie ist nach unser Missions... Boah, wo können wir jetzt hier Missionsbefehle einschauen? Feuer, Nahkampf, Situationsansicht, Team befehligen, versammeln, verteilen, Ziele auswählen. Weil der Pfeil jetzt nämlich wieder nach hier nach vorne zeigt. Jetzt mal schauen, wo wir dann hier hinkommen.
So, Panzer, du gehst hier hin. Ach ja, stimmt schon. Jetzt sind wir schon richtig. Wir sind ja von hier vorne gekommen. Jetzt war ich ein bisschen durcheinander. Also, wir müssen hier rein. Ihr kommt bei mir mit. Mal schauen, wo der Panzer ist. Der kommt hier hinten. Okay. So. Nicht das... Was ist denn mit dem hier? Schläft der? Oder ist der tot? Nee, der Panzer ist kaputt. Los, los, los! Boah! Alter, sind die genau vor uns? Haben wir uns wieder mal gesehen? Oh, da spritzt sogar das Blut. Deutsche MP40. Nee, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ah, hier kommen wir durch. So, Panzer, du bist hier. Jetzt warte mal, ihr geht zur Mauer. Der Panzer hier. Benutzen Sie die Kirchenmauer, um den deutschen Gegenangriff abzuwehren. Okay, da müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Wo ist unser Panzer? Warum kommt denn der nicht? Nein, ihr sollt hier hin. Und unser Panzer... Bringen wir hier hin. Jetzt mal schauen, von wo der deutsche Gegenangriff kommt. Also, die Kirchenmauer benutzen. Ja, dann geht ihr jetzt trotzdem mal hier vor. Ah ja, hier kommen sie. So, ein Panzer hier hin. Oh, da ist noch ein Panzer. Gruppe, sammeln! Kommt mal zu mir, Leute. Schaltet den Panzer aus! Und ihr geht hier hin. Ja, wo ist denn unser Panzer jetzt? Da! Ja, da komme ich aber nicht von hinten an den Panzer, an die Luke hin. Wo ist denn unser Panzer? Los, Bewegung! So Leute, bleibt doch mal bitte in Deckung jetzt. Wir wieder das Feuer. Ah, unser Panzer kommt nicht. Los, los, los! So, zurückziehen, komm. Zieht euch mal zurück. Und unser Panzer steht hier. Ja, unser Panzer fährt hier nicht raus. Schaut mal hin. Ich brauche den Panzer da drüben. Hallo? Schnell, da drüben hin. Los, da drüben. Ach so, der fährt, wie es ausschaut, hier nicht raus. Ja, da müssen wir mal jetzt hier vorne ansteuern. Vorwärts, nach da drüben. Nee. Los, na, los, super. Los. Soll ich mit dir jetzt hier bis hier außen wieder rumlaufen? Wieso fährt jetzt der nicht durchs Tor hier los, durch? Na, wir müssen wirklich schauen, dass wir seitlich an den Panzer hinkommen. So. Ah, jetzt schießt er, okay. So, jetzt muss ich mal schauen, dass wir irgendwie... Es wäre natürlich schon cool, wenn wir jetzt die Pack noch nehmen könnten. Ja, du schießt jetzt einfach mal auf den Panzer, ist ja vollkommen egal. Und ich schaue, dass ich jetzt irgendwie an diese Leute hier hinten rankomme. Und dass ich dann den Panzer irgendwie knacken kann. Würde mich schon mal interessieren, wie das dann ausschaut. Boah, hat's ihn erwischt? Yes, der Panzer brennt, schaut hin. Oh, ich hätte so gern mal eine Granate in die Luke reingeschmissen. Na, komm her. Der ist tot, okay. Dürften eigentlich gar nicht mehr so... Ah, da ist noch einer. So, Panzer. Los, zeigen wir es denen. Red, legt Sperrfeuer auf. Ja, jetzt wollen wir schauen, dass ich da hinkomme. Ah, ja, ja, sind sie weg. Mal schauen, ob das jetzt alle waren. Weil normalerweise waren ja hier auch noch welche. Ah, da ist er doch. So, jetzt glaube ich, waren es alle. Ziel erfüllt, wir haben's. Perfekt. Stoßen Sie zu Reisner und dessen Panzer, um Ihre Mission zu erfüllen. Wo sind jetzt die anderen? Die sind hier hinten, ne? Man kommt mal zu mir, Leute.
Kommen die schon? Ja, ich bin doch hier. Achso, vielleicht müssen jetzt die anderen auch noch kommen. Jetzt müssen wir mal schauen. Da ist der. Wo sind die anderen zwei? Die sind hier, okay. Hab über Funk gehört, ah, jetzt haben wir's. Die Jungs aus der Fox Company die Deutschen aufmischen. Wusste sofort, dass du das bist. Mann, bin ich froh, dass du lebst. Wir müssen da vorne zu einer Kreuzung. Die ist auf meiner Karte nicht benannt. Okay, los geht's. Bleib in der Nähe. Alles wird gut. Nee, das ist wirklich, also sowas finde ich sogar besser als reine Shooter, weil hier habt ihr wirklich Strategie und Shooter im einen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr cool. Wir müssten ja jetzt eigentlich 7. Juni, also wir müssten ja die Normandie hinter uns haben. Deadman's Corner, südöstlich von Saint-Com. Ist schon seltsam, bei meinem Krieg den besten Freund. Dabei, da steht jetzt D1. Also ich glaube, das müsste jetzt das zweite Kapitel sein, wo wir jetzt sind. Einzigen Panzer bis nach Berlin durch. Aber das können wir uns ja gleich anschauen. Okay, Baker, wir müssen los. Eine tote Kuh. Deine Jungs können den Panzer als Deckung nutzen. Halt mir die Krauts vom Hals. Los geht's! So. Spiel gespeichert. Wir werden jetzt mal schnell mal, also Speicherpunkt laden brauchen wir nicht. Wir machen jetzt mal Kapitel beenden und schauen jetzt mal schnell in die Kapitel rein. Ja, schaut hin. Ah, das sind nicht drei Missionen, sondern nur zwei. Schaut euch das an. Ich habe eigentlich gedacht, dass hier immer noch eine Mission fehlt, aber das ist nicht so. 2, 2, 2, dann hier eine, 2, 2, eine. Zwei Orden. Es kann aber natürlich sein, dass wir die anderen Orden erst bekommen, wenn wir auf schwierig spielen zum Beispiel. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir Deadman's Corner spielen. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Euch noch einen schönen Tag, macht's es gut, tschüss. So back to what I was saying. Could be us.